Eine Welt ohne Herzinfarkt. Das klingt unwahrscheinlich, ja fast unglaubwürdig. Und trotzdem ist es etwas, was möglich wäre, wenn es denn gewollt wäre. Auch das ist wieder ein Thema, in diesem Fall aus dem Gesundheitsbereich, bei dem sehr viel mehr machbar ist, schon heute machbar ist, als das, was uns die Schulmedizin verordnet. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Rahmen des Alpenparlaments. Ich begrüße im Studio Rolf-Jürgen Petri. Ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Hallo. du da bist. Du hast dich mit dem Thema Herzinfarkt lange befasst und vielleicht sollten wir einfach damit einsteigen, dass wir dem Zuschauer erklären, was passiert im Organismus, was passiert bei einem Herzinfarkt und wir dann zu einem Weg kommen, der uns als Patient, als möglicher Patient einen Ausweg bieten könnte. Was kann man medizinisch sagen? Bitte allgemeinverständlich, Ja. sodass es jeder versteht beim Thema Herzinfarkt. Gut. Ja, also ich denke mal, den meisten ist ungefähr bekannt, was so beim Herzinfarkt ablaufen soll, wie es so allgemein dargestellt wird. Durchblutungsmangel ist ja meistens die Geschichte. Ja. Parallele könnte man jetzt einfach mal den Motor nehmen und sich vorstellen, alle Probleme eines Motors würden nur mit Benzinmangel erklärt, also mit Problemen in der Benzinzuleitung. Das ist natürlich sehr verkürzt, es gibt viele andere Probleme. Und so gibt es da auch beim Herz viele Probleme, die im Stoffwechsel selber begründet sind und nicht nur mit der Durchblutung was zu tun haben. Es gibt zum Beispiel viele Widersprüche bei dieser offiziellen Theorie. Ich will nur kurz einen nennen. Es gibt viele Verengungen und Verschlüsse, auch bei gesunden Menschen, die nicht zu kardiologischen Problemen führen. Also gibt es die Untersuchungen bei den Koreasoldaten, wo es auch viele Totalverschlüsse gab und auch Untersuchungen an gesunden Menschen, die einen tödlichen Unfall hatten. Und es wurde untersucht, da hatte jeder, mehr als jeder Dritte, sehr starke Verengungen von über 80%. Also 80%, das führt meistens zu Ja. großen oder offiziell zu großen Schwierigkeiten. Ohne dass Das, etwas aufgetreten ja, wir wäre, sind was wir als komplett Herzinfarkt gesund. ja. Nein, weder Herzinfarkt noch irgendwelche Herzbeschwerden. Das ist dadurch erklärbar durch einen Befund der Anatomie, der allerdings komplett ausgeklammert wird. Er wird nicht wahrgenommen, obwohl es eindeutig bewiesen ist. Das ist der sehr renommierte Professor Baroldi gewesen. Sein Lebenswerk, der hat also über 5000 Modelle erstellt und nachgewiesen, dass bei jedem Menschen, auch von Geburt an, Mann, Frau, egal, die Herzkranzgefäße, sobald sie in den Herzmuskel eintreten, nicht mehr, also es da ein Arteriennetz gibt. Also außerhalb sind sie ja dargestellt, also wird so dargestellt, das sei es wie ein Baum, wo sich die Äste immer weiter verzweigen. Und das ist ganz klar, wenn in einem dicken Ast ein Verschluss passiert, kriegen die dahinterliegenden kleineren Äste und Verzweigungen kein Blut mehr und Ja. kommt zum Herzinfarkt. Das ist ja die offizielle Darstellung. Und es gäbe nur sehr wenige Querverbindungen. Das gilt aber nur für die äußeren, die man auch in der Angiografie sehen kann. Wenn man zu Kardiologen geht, um die Herzkranzgefäße zu sehen, sieht man nur die äußeren. Aber sobald sie in den Herzmuskel eintreten, vernetzen sie sich, vermaschen sie sich. So viel ist es unzählbar und es ist auch sehr anpassungsfähig. Das Ganze ist übrigens von Professor Dörr bestätigt worden. Das war immerhin der deutsche Präsident also der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Also nicht gerade niemand. Also absolut bestätigt alles. Es gibt auch Versuche an Hunden zum Beispiel, wo denen wird eine Schlinge einoperiert an die Herzkranzgefäße. Die Schlinge wird so weit zugezogen, dass sie gerade keine Probleme macht. Und dann, wenn man in diesem Zustand 4 Tage wartet und dann die Schlinge ganz zuzieht, kriegt keiner der Hunde einen Herzinfarkt. Wenn man die Schlinge direkt zuzieht,
50%. Gut, jetzt Hunde haben ein besseres Herz-Kranz-Gefäß-System als der Mensch, aber trotzdem kann man sehen, dass innerhalb von 4 Tagen sich das System so einstellt, dass überhaupt keiner der Hunde mehr einen Herzinfarkt bekommt. Und bei Menschen, die Verhältnisse, das Wachsen der Atherosklerose ist ja noch viel länger, größere Zeiträume als diese 4 Tage. Da wachsen halt Umgehungskreisläufe, auch, das wird jetzt zu detailliert, also. Das heißt aber, dass man ein neues oder eigentlich ein stark, ich sag mal, ergänzungsbedürftiges Bild vom Thema Herzinfarkt eigentlich haben müsste, im Ja. Unterschied zu dem, wie das landläufig die Schulmedizin erklärt. Richtig, genau. Obwohl das, was du sagst, ja von den Erkenntnissen her auch an und für sich aus der Schulmedizin kommt. Das sind ja Richtig, keine. das sind schulmedizinische Befunde, Ja. genauso gut wie die Studien, die es auch schon seit 20 Jahren gibt, die auch beachtet wurden eigentlich, aber mehr so in Fachkreisen, in der Theorie. Die zeigen also bei Patienten, da wurden 2 Angiografien gemacht, also bildliche Darstellung der Herz-Kranz-Gefäße. Herzkranzgefäße, genau. Einmal vor dem Infarkt und einmal nach dem Infarkt. Und jetzt müsste man ja normalerweise denken, die Arterie, die richtig schön verengt ist, die führt dann auch zum Infarkt. Aber es waren im Gegenteil, die Arterien, die vorher sehr stark verengt waren, sind einige von denen zu Verschlüssen weiter zugewachsen, ohne Befund, also ohne Folgen. Und die allermeisten der Herzinfarkte entstehen in Gebieten, die vorher nur sehr geringe Veränderungen hatten. Also weniger als 50% und die allermeisten weniger als 70%. Das heißt, du sagst, diese Erkenntnisse würden einen Zusammenhang zwischen einer Gefäßverengung, einer messbaren, sichtbaren Gefäßverengung und dem Problem Herzinfarkt, dieser Zusammenhang ist linear so gar nicht gegeben. Nein, gar nicht. Und trotzdem wird einfach weitergemacht. Also die Bypass- und Stent-Industrie, Ja. kann man fast schon sagen, das wird automatisch, wenn einer einen Katheter sich machen lässt, Angiografie, was ist denn da los? Ach, Sie haben eine Verengung über so und so viel Prozent, da müssen wir was machen. Automatisch. Also auch egal, ob er jetzt starke Beschwerden hat oder nicht. Und da gibt es ja auch Studien. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Bypass schlecht ist oder so. Das gibt also vor allen Dingen bei Patienten, die sehr starke Symptome haben, macht das durchaus Sinn. Aber also dieser Automatismus ist vollkommen fehl am Platz. Also da gibt Ja. es auch große Studien, schulmedizinische Studien, veröffentlicht im New England Journal of Medicine und andere sehr renommierte. Ist auch schon seit über 10 Jahren bekannt, mit über 6.000 Patienten insgesamt. Also das automatisch bei jedem zu machen, also auch bei Herzinfarktopfern und die ins Krankenhaus kamen mit Angina pectoris-Anfällen, das bringt gar nichts. Keine Verlängerung der Überlebenszeit gebracht, teilweise im Gegenteil sogar. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo es diesen Zusammenhang in dieser linearen Form, wie er heute in der Schulmedizin behauptet wird, gar nicht mehr gibt, hier die Verengung, Ja. Automatismus, Herzinfarkt. Also, wo damit die Diagnose falsch ist, ist natürlich dann, oder problematisch, lass es uns ganz vorsichtig sagen, die Diagnose problematisch ist und in vielen Fällen eben auch falsch ist, kann natürlich auch die Therapie nicht funktionieren, Richtig, ja, klar. denn in dem Moment, wo ich einen Patienten einen Bypass rein operiere und das ist gar nicht das Problem, löst es natürlich auch sein medizinisches Ausgangsproblem nicht. Ja, genau. Also wenn man eine falsche, nach der falschen Theorie oder einen falschen Plan, Startplan hat, dann muss man sich natürlich auch verirren. Ja. Ist ganz klar. Also die Bypässe waren ja mal angekündigt als die große Lösung, ne? Bevor man sie, also ich glaube, diese 67 war der erste. Und was ist passiert? Also das Problem ist immer noch stärker angewachsen. Auch jetzt die Statine, die Cholesterinsenker, die führen ja auch nicht oder haben nicht dazu geführt, dass die Anzahl der Herzinfarkte abnimmt. Also die tödlichen Herzinfarkte nehmen schon ab, aber das ist nur eine Verbesserung der Akutversorgung, ne? Zum Beispiel auch, dass jeder ein Handy hat und Notarzt schneller gerufen werden kann oder Defibrillatoren an Ja, vielen Stellen. ja, Das ist klar. Aber die Zahl der Herzinfarkte ist im letzten Jahrzehnt stark angewachsen und ist immer noch auf extrem hohem Niveau. jetzt habe ich auf der einen Seite hier sicherlich ja wie immer bei all diesen ganzen Bereichen wieder ein gigantisches Geschäft. Du sagtest etwas vorsichtig, das ist so eine Industrie. Ja, es ist sicherlich ganz stark eine Industrie, die an den Bypässen, an der ganzen Operationstechnik, an der ganzen medikamentösen Begleitung, die man braucht bei solchen Operationen, natürlich verdient.
Jemand, der einen Bypass hat, ist im Krankenhaus nicht mal eben ambulant für 2 Stunden. Das sind Dinge, die etwas länger dauern. Also insofern geht es sicherlich bei der Geschichte um das Geld. Auf der anderen Seite helfe ich aber den Patienten ja gar nicht. Ja, genau. Das ist das Problem. Vielleicht nicht das Problem für die, die Sachen verdienen. Ich weiß Das nicht, also. ist allerdings richtig. Aber für die, so, jetzt haben wir also die Situation, dass man schon durchaus Gebiete hat, die man, wo man feststellen kann, da gibt es Verengungen, aber die haben wiederum mit der Frage des Infarktes nicht einen linearen Zusammenhang. Wenig, Was ja. verursacht denn den Infarkt nach diesen Studien dann Ja, wirklich? gut, nach diesen Studien, die können da jetzt auch keine Auskunft so drüber geben. Nach offizieller Lesart ist es ja auch ein Verschluss, eine Thrombose, ein Thrombus, der den Herzinfarkt hervorruft. Da gibt es aber auch viele Widersprüche. Also erstmal ist die Anzahl der Thrombosen viel geringer als landläufig angenommen. Also, weiß nicht, unterschiedlich von 20% bis 50%, wenn es hochkommt. Was sehr wichtig ist, dass sie zeitabhängig sind. Also wenn die Zeit, die verstreicht zwischen dem Eintritt eines Infarktes und dem Ableben eines Patienten, wenn der sehr schnell danach verstirbt, wird in sehr wenigen Fällen eine Thrombose gefunden. Wenn er einen Tag, 2 Tage, also je länger, desto mehr Thrombosen. Das ist also linear, gibt es da eine Funktion. Das hat auch der Professor Dörr, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, auch herausgefunden. Also auch als einer von vielen, da gibt es Dutzende von Studien. Und es geht auch alles so unter, bis schließlich in den 70er Jahren auch eine Untersuchung gemacht wurde mit radioaktivem Fibrinogen. Also aus diesem Stoff wird der Thrombus aufgebaut. Die haben dieses radioaktive Fibrinogen nach einem Herzinfarkt gespritzt. Und dann, wenn die Patienten verstorben waren, also natürlich nicht jeder, aber bei denen, die verstorben sind, haben sie nachgeguckt. Und wenn der Thrombus vor dem Infarkt gewesen wäre als Ursache des Infarkts, dann wäre er schon da gewesen. Danach wird das radioaktive Fibrinogen gespritzt. Das könnte sich nur außen rumlagern noch. Und dann hat man ja mit dem Geigerzähler untersucht, aber die Radioaktivität war im gesamten Thrombus gleichermaßen innen wie außen gleichmäßig enthalten. Ist also eigentlich der Beweis, dass es nach dem Infarkt entstanden ist, der Thrombus. Das heißt, dass der Verschluss, der Thrombus, gar nicht die Initialzündung für den Infarkt gewesen ist, sondern eine Folge. Richtig, genau. Das stellt das Ja, ja komplett, also meint das, was das man sonst erzählt bekommt, komplett auf den richtig, Kopf. genau. Und das ist eigentlich Schulmedizin. Das war ein schwedischer Kardiologe, auch alles erschienen im British Journal, English Heart Journal und so weiter. Also das wird da schon nicht unterdrückt, aber es kommt nicht an. Das wird also in der Praxis führt es zu keinen Veränderungen. Wenn man jetzt diese Erkenntnisse zur Basis nimmt, aber also gut, du sagst, man kann jetzt nicht erklären oder man kann nicht eindeutig sagen, was den Infarkt hervorruft, Ja, oder? es gibt schon eine Theorie, Ja, ja, nämlich? die auch bestätigt wird oder die gestützt durch den einzigen Live-Report eines Herzinfarkts, den auch bei Professor Baroldi dokumentiert hat. Da ist also ein Patient, der war vollkommen verkabelt und wurde alles untersucht gerade. Hatte während dieser Untersuchung einen Herzinfarkt bekommen. Und hat man eindeutig gesehen, dass die Probleme aus dem Inneren des Herzmuskels kommen. Der Blutstau kam also aus dem Herzmuskel und hat sich nach außen hin aufgebaut. Das bestätigt die Hinweis auf die Theorie, dass der Infarkt halt Säurekatastrophe entsteht, durch zum Beispiel einen übersteigerten Stoffwechsel. Stresshormone führen dazu, dass zu viele Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fettsäuren bereitgestellt werden zum Verbrennen. Die Herzmuskelzellen kommen damit gar nicht nach und der Überschuss wird in Milchsäure verwandelt. Das ist eine Möglichkeit. Und dadurch, durch die Säure, werden erstmal die Herzmuskelzellen könnten so weit geschädigt werden, dass sie absterben. Oder dann noch ein Teufelskreis könnte initiiert werden. Die roten Blutkörperchen sind auch säureabhängig. Also die haben einen größeren Durchmesser als die Kapillaren. Das heißt, sie müssen sich ganz schmal machen. Das sieht aus wie ein U-Boot. Dann, wenn sie sich da durchquetschen. Und dabei kommt auch durch den engen Kontakt der Sauerstoffaustausch und der zustande. Wenn die sauer werden oder das Gewebe sauer ist, dann können sie sich nicht mehr so leicht verformen. Und
die Durchblutung wird vermindert. Dadurch werden die Säuren natürlich schlechter abtransportiert, das Gewebe wird noch saurer und die roten Blutkörperchen auch. Und es wird noch starrer, also bis hin, dass sie halt so starr sind, dass sie gar nicht mehr durchgehen und dann ist der Durchblutungsstopp da. Also das kann in kleinen Arealen passieren, in größeren und das könnte dann zum Herzinfarkt führen. Und das führt dann natürlich dazu, dass durch den Blutrückstau in die äußeren Herzkranzgefäße an, vielleicht an der Stelle, die auch schon verengt ist, gerade da dann eine Thrombose entsteht. Dazu kommt, der Herzmuskel hat im Moment des Infarkts natürlich weniger Kraft von außen her. Das Blut, was von außen her kommt, hat auch weniger Durchströmungskraft. Und so entsteht, könnte eine Möglichkeit, dass wie die Thrombose als Folge entsteht. Als Folge. Als Folge, ja, Als genau. Folge, ja. Das ist jetzt nur eine Theorie, aber wird ja eigentlich durch die Befunde unterstützt. Wenn man jetzt, ich habe das eingangs gesagt, sich vorstellt oder die etwas kühne These aufstellt, man könnte sich eine Welt ohne Herzinfarkte vorstellen, kommen wir jetzt zu dem, was nach diesen ganzen Erkenntnissen medikamentös einerseits heute gemacht wird. Was ist das, was man üblicherweise neben den Bypässen, gibt es ja auch eine breite sogenannte prophylaktische medikamentöse Schiene. Und was ist an der schulmedizinischen denn problematisch? Das sind ja alles keine Dinge, die so ganz nebenwirkungsarm sind. Richtig, das ist natürlich die direkte Problematik. Ja. Die andere Problematik ist halt, dass die Mittel nicht so richtig wirken. Also, Wenn die Theorie falsch ist, stimmt nichts, ist natürlich auch die ja, also, Medikation. ne, also Oh, die ja. Herzinfarkte ist immer noch der Killer Nummer eins. Ja. Und ich denke mal, ich könnte jetzt auch direkt aufs Chirantin zu sprechen Ja, kommen, das wäre jetzt die nächste. Was tut das jetzt denn das ist ja weil es unser gibt nämlich ein Stichwort. Ja. Medikament, was Ja. schon erwiesenermaßen schon lange seit Jahrzehnten vorhanden ist und seit Jahrzehnten das Problem eigentlich zu fast 100% lösen kann. Strophanthin. Strophantin, ja. Ja, sag einfach zur Geschichte ein bisschen was Geschichte ein das, bisschen, was das ist. wo kommt es her, welche Erfahrungen hat man mitmachen können Ja. und wie wirkt es vor allem? Das ist natürlich dann nachher das ganz Wichtige. Ja, gut, also Strophantin ist ja, ist eigentlich so der beste Schnittpunkt zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin, weil es war mal anerkannt in Deutschland. Es war ein gefeiertes Medikament. Jeder Arzt hat es gemacht, jede Uni hat es gelehrt. Und es ist eigentlich immer noch mit Abstand das Beste. Es wurde 1800, also nicht 1900, sondern 1859 in Afrika entdeckt. Auf einer Expedition, da hat ein Forscher Pfeilgift eingesammelt. Strophantin ist also das stärkste Pfeilgift Afrikas. Also hatte dieses Pulver in die Tasche getan, seine Zahnbürste ist damit in Kontakt bekommen. Er war herzkrank und er hat dann seine Zähne geputzt mit der Zahnbürste. Und dadurch, das unfreiwilligste Experiment, hat er. Weil er unmittelbar darauf gemerkt hat, seine Herzbeschwerden sind verschwunden und hat das damit in Zusammenhang gebracht, Mit dem Zähneputzen. ja, dass dieses Pulver in die Mundschleimhaut kam Ja. und das ist dann kurz danach in Europa halt analysiert worden, das Strophantin isoliert und dann war es in Deutschland ab 1885 in Gebrauch als Tinktur zuerst. Die war nicht so berauschend, weil die ganzen Begleitstoffe noch mit dabei waren, übelschmeckend, abführend und dann ab 1905 war es intravenös. In Gebrauch innerhalb eines Jahres hat es einen Siegeszug durch ganz Deutschland vollzogen. Also dann war schon jeder hat es gemacht, es war allgemein bekannt. Hauptsächlich bei Herzschwäche, Herzinsuffizienz angewendet, weil Herzinfarkte gab es damals so gut wie noch nicht. Ist ein Professor von München nach Hamburg gefahren, um mal einen Patienten mit Herzinfarkt zu sehen. Was ja auch so ein Ding ist in dieser Zeit, dass die Arteriosklerose hat sich in der Zeit nur verdoppelt vielleicht. Ja. Aber die Herzinfarkte haben sich ver-500-facht oder so. Also das ist auch nicht nur mit Arteriosklerose. Was zu tun hat, kann man da auch schon sehen. Professor Edens, Nobelpreisträger, hat es auch in den 20er Jahren schon bei Herzinfarkt eingesetzt, Angina pectoris, auch mit sehr guten Erfolgen. Dann ist es ab dem Zweiten Weltkrieg, also ist gespritzt worden, intravenös, hatte ich schon gesagt. Ne? Dann ab dem Zweiten Weltkrieg wieder in verbesserter Form auch oral auf dem Markt gewesen, Also in in Tablettenform, isolierter Form, in ja. Kapseln. Oder Kapsel, ja. Tabletten auch, Tablette, ja. ja. Da gab es eine ganze Reihe von Präparaten, ist sehr viel verwendet worden. Also es war verbreitete Volksmedizin. Ist dann aber schon, da fing eine gewisse Art Kampagne an,
dass das vom Markt gedrückt wurde. Da gab es also diese unsägliche Diskussion, dass es angeblich nicht resorbiert werden soll, was so auch im Lehrbuch steht. Und wenn ein Schulmediziner was weiß, dann oder er nachguckt, dann sieht er das, es wird nicht resorbiert, deswegen haben Patienten ja auch Schwierigkeiten, das verschrieben zu bekommen. Ja, aber das ist aber nach, wenn du sagst, in den 50er Jahren, nach einem fast 100-jährigen Siegeszug, Ja. geht plötzlich eine Diskussion los, dass es der Organismus nicht aufnehmen kann. Ich meine, das ist ja halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Also Ja, wenn das nicht ist resorbieren kann. ja gut, das ist meistens intravenös gewesen, aber auch alle Größen der Schulmedizin, die heute groß im Lexikon stehen, die haben es auch oral angewendet und auch Ja. Erfolge mitgesehen. Und es ist dann hauptsächlich Berthold Kern gewesen, Stuttgarter Internist, der es bei Herzinfarkt und Angina pectoris auch eingesetzt hat. Und nicht nur er, also es waren ja tausend von Ärzten, er war nur der Wegbereiter. Es gab dann so ab den 70er Jahren auf jeden Fall Studien. Also es gibt ungefähr 2 bis 3 Dutzend Studien, die das belegen, teilweise doppelblind, die Wirkung bei Angina pectoris, Herzinfarkt. Der Professor Dohrmann hat es in Berlin gemacht, an einem großen öffentlichen Krankenhaus, 12 Jahre von 75 bis 1987 in Berlin-West. Berlin-West hatte viele alte Patienten und ganz schlechte Herzinfarkt-Überlebensraten, deutlich schlechter als der Rest von Deutschland und Europa. Er hat dann mit diesem Strovantin oral und auch intravenös die Weltbesten, mit Abstand die Weltbesten Herzinfarkt-Überlebensraten gehabt. Er hat Untersuchungen gemacht bei Patienten mit Angina pectoris, sogar mit instabiler, die es schon in Ruhe haben, also die schwere Form der Angina pectoris, diese Herzschmerzattacken. Nach spätestens 2 Wochen mit oralem Strophantin, diese Kapseln, die angeblich nicht resorbiert werden sollen, hat er Beschwerdefreiheit bei über 98% also der Patienten gehabt. Aber wie kommt nach einer solchen Erfahrung, auch erfahrenen und gelebten Medizin, dann jemand auf die Idee zu sagen, dieses Medikament kann der Organismus nicht resorbieren? Also Ja, das da muss man ist. sagen, hallo, hat man all das ignoriert, Ja, was vorher. absolut. Man hat es, denk mal, mit Absicht, würde ich sagen. Also, es ist so offensichtlich, das kann man nicht übersehen. Vor allen Dingen, es gab ja noch viel mehr Untersuchungen, auch eine kleine Doppelblindstudie, Erfahrung an einem Bergwerk. Die haben es 10 Jahre unter Tage gemacht, weil der Weg zum Arzt oder der Arzt nach unten in den Untertage dauerte sehr lange. Also, die hatten vorher jedes Jahr 3 Herzinfarkttote ungefähr. Unter Tage und dann mit Strophantin in 10 Jahren keinen einzigen mehr. Und das ist von den Werksärzten veröffentlicht worden. Und es wurde ziemlich groß diskutiert, es war auch mal in den 70ern Report Fernsehen, hat diese kardiologischen Sachen, die ich am Anfang erzählt habe, und auch über Strophantin wurde berichtet. Es wurde bis in die End-80er Jahre in schulmedizinischen Zeitschriften, ärztliche Praxis zum Beispiel, diskutiert, Pro und Contra. Also es war schon ziemlich was los. Also auch das hat hohe Wellen geschlagen, gerade in den 50er, 60er Jahren. So eine Volksmedizin, die jeder kannte und jede Uni machte, die kann man nicht so einfach eliminieren. Und es ist auf jeden Fall eine Reduzierung, eine Ausklammerung dieser therapeutischen Ergebnisse, eine Reduzierung auf, ja, wie wird es aufgenommen? Und da pickt man sich halt 2 Studien raus, wo es nicht so günstig ist. Und die 20, die eine sehr gute Resorption zeigen, die werden wieder außen vor gelassen. Was kann man, weiß man das? Kann man da was vermuten, wer die Initiatoren einer solchen Kampagne gewesen sind? Und das cui bono, wer hat ein Interesse daran? Ja, das Cui Bono, wem nützt es, ist natürlich ja, die Pharmaindustrie, die alle anderen oder der medizinisch-industrielle Komplex, also auch die Operationen, die dann, ist schwer zu sagen, es waren also einige wenige Professoren, die da agiert haben, sehr renommiert und die haben halt an vielen Stellen die Unwahrheit gesagt und teilweise sogar nachweislich gelogen. Es gibt keine Beweise dafür, dass es jetzt, Ja, klar. wer da was jetzt genau in welchem Auftrag gemacht hat. Aber es ist doch schon so krass und so deutlich, diese großen Befunde und vor allen Dingen, weil das Problem ja so groß und wichtig ist, das nicht aufzugreifen, sondern wegzudrücken, das ist schon mit Absicht gewesen. Also das kann man sehen, wenn man das sich da ein da reinliest. In der auf der medikamentösen Schiene ist dann anstelle von Strophantin
zunehmend sind Medikamente wie Beta-Blocker beispielsweise Ja, vertreten. Beta-Blocker. Und Und das gibt ja eine ganze Reihe. Das Interessante ist halt, dass Strophantin wirklich viele Funktionen dieser Medikamente in sich vereint. Also gut, der Grundmechanismus will jetzt nicht so wissenschaftlich werden. Es stimuliert die Natrium-Kaliumpumpen. Also jede Zelle hat tausend bis Millionen von Natrium-Kaliumpumpen in der Zellwand, die also Natrium rauspumpen und Kalium rein, das ein großer Konzentrationsunterschied ist. Im Lehrbuch steht auch da wieder was Falsches. Da steht Hämmer der Natrium-Kaliumpumpen. Es gibt ungefähr 50 bis 100 Studien, die zeigen, dass geringe Konzentrationen von Strophantin stimulierend wirken. Digitalis hingegen, das ist so die Schwestersubstanz, offiziell als Herzglykosid einsortiert, kann das nicht. Deswegen auch dieser offensichtliche, mit den Praktikern bekannte Unterschied. Also Digitalis wirkt negativ bei Herzinfarkt und Angina pectoris und Strophantin positiv, weil schon der Grundmechanismus ganz anders ist. Das ist auch mittlerweile anerkannt. Professor Schoner in Gießen, weltberühmt, und auch andere, also das ist schon mittlerweile, werden es von Ihnen, auch das Kölner Institut für Pathologie, für Pharmakologie hat es gesagt. Und diese, weil halt alle Zellen eigentlich Natrium-Kaliumpumpen haben, kann Strophantin auf alle Komponenten einwirken, also die roten Blutkörperchen, auf die Nervenzellen, also die roten Blutkörperchen fließen besser durch. Also die Nervenzellen stoßen weniger Stresshormone aus. Die Arterien führen zu einer besseren Durchblutung. Und auch die Herzmuskelzellen selber, die können also mit einem Sauerstoffmangel viel besser umgehen mit Strophantin. Ich vermute jetzt mal, wenn man Strophantin auf der einen Seite und dann die Gruppe der Beta-Blocker und was dann noch so medikamentös dazugehört, dass Strophantin eher die preiswertere Lösung ist. Ja, auf jeden Fall, weil es ja viele Medikamente in sich vereint. Dazu kommt, also ich will noch mal kurz die Liste durchgehen. Ja, ja, also ja, gerne. Aspirin, ja. Markenname ist meistens, also soll man ja. Also Acetylsalicylsäure. Acetylsalicylsäure, ja. Für die Durchblutungs- oder Fließfähigkeit des Blutes, die Geldrollenbildung findet nicht statt bei den roten Blutkörperchen. Durchblutungsfördernde Mittel, die ja auch mal als die Lösung für den Herzinfarkt gelten sollten. Und die haben ja auch nichts gebracht. Also gibt ja auch Studien, die zeigen, dass der Herzmuskel besser durchblutet wird nach Strophantin des Menschen und auch das Gehirn. Da wirkt es auch ganz gut, also unabhängig jetzt von der Herzschwäche oder nicht. Dann es wirkt blutdrucksenkend. Also es gibt eine große, traditionsreiche Erfahrung. Ich sage das nur jetzt ganz kurz, weil es mittlerweile Strophantin auch als körpereigenes Hormon entdeckt wird und in diesem Zusammenhang auch ganz selten, seltsam als Urheber des Bluthochdrucks diskutiert wird. Als Urheber? Als Urheber des Bluthochdrucks. Das wird die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Das sind nur Erfahrungen an Ratten, die eigentlich sowieso anders auf Herzglykoside reagieren. Denen kann man auch viel größere Mengen geben. Das ist bei denen fast gar nicht toxisch. Nicht, dass man jetzt, weil ich sage, toxisch. Also es wirkt, es gibt keine, so gut wie keine Nebenwirkungen. Das ist ja, Zuschauer könnt ihr auch denken, es gibt, muss so ein Haken dabei sein, dass es plötzlich jetzt Nebenwirkungen gibt oder so. Ist eher gar nicht, überhaupt nicht. Es gibt leichte, ab und zu bei empfindlichen Menschen leichte Magen-Darm-Störungen, also Durchfall, Stuhlerweichung. Aber das sind Phänomene bei der Resorption. Sobald Strophantin im Körper ist, hat es keinerlei negativen Wirkungen. Gut, und in der Abwägung, ich meine, wenn es um das Thema Herzinfarkt, da reden wir über lebensbedrohlich. Gut, wenn ich dann in Kauf nehmen müsste, dass ich vielleicht ein bisschen Darmprobleme habe und das also in einer prozentual gesehen geringen Populationsgruppe von denen, die ein solches Medikament nehmen, ist das, glaube ich, in Ordnung. Also da erleben wir ja ganz andere Sachen in der Medizin, die einem selbstverständlich als hinzunehmende Nebenwirkungen verkauft werden. Sicherlich, ja. Also, genau, das ist kein Problem. Und ja, es wirkt also nur bei Ratten Blutdruck erhöhend, da aber auch, vermute ich mal, weil es immer junge Ratten genommen werden. Die Kontrollgruppe, die hat auch eine Erhöhung des Blutdrucks, aber nicht so stark wie mit Strophantin. Dass das also eine ganz normale Entwicklungsstufe ist, die durch Strophantin vielleicht vorweggenommen wird, weil es positiv ist für den Körper. Ich weiß auch, dass einer der führenden Forscher oder der führende Forscher Hemlin hat mal gesagt, die Strophantin-Ratten, die hatten besseres Fell und wirkten lebendiger.
dass das also dieser Bluthochdruck bei denen überhaupt gar nicht negativ ist. Aber andere Tiere, Schafe und Ja. da gibt es das halt nicht, das wird auch wieder nicht gesagt. Und vor allem diese umfangreichen therapeutischen Erfahrungen sind den internationalen Forschern wahrscheinlich heute gar nicht mehr bekannt. Und ja, auf jeden Fall könnte es auch die Blutdrucksenker ersetzen. Calcium-Antagonisten natürlich auch, weil es den Calciumgehalt der Zelle senkt. ACE-Hämmer auch, senkt den ACE-Gehalt, sage ich mal so ganz populär. Am deutlichsten untersucht ist es noch, dass es wirkt wie ein Nitropräparat. Also das Nitropräparat ist ja das klassische Medikament bei Angina pectoris-Anfällen. Also bei wirklich dem akuten Anfall. Ja, Ja, genau. genau. Und das Das heißt, man hat mit dem Strophantin ein Medikament, also ein jahrzehntelanges bewährtes ja. Medikament, das ein ganzes Bündel im Herz-Kreislauf oder im Herzproblembereich heute angewendete und eingesetzte Medikamente mit einem Schlag ersetzen könnte. Ja, auf jeden Fall. Gerade bei dem Nitropräparat könnte man noch anfügen, es wirkt auch bei niedrigem Blutdruck, kann man es anwenden. Es verbietet sich bei dem anderen und es führt zu keinerlei Gewöhnung, was bei dem Nitropräparat auch der Fall ist. Ja. Und ja, es gibt noch wesentlich viel mehr Effekte. Also die Übersäuerung des Herzmuskels wird innerhalb kurzer Zeit aufgelöst. EKG-Untersuchungen gibt es bei Belastungs-EKG. Die Menschen können mit Strophantin viel länger und also haben viel weniger Beschwerden. Subjektive Art des EKG verbessert sich messbar. Das heißt, diese cui bono-Frage, die wir vorhin mal angetippt haben, ist ja dann nicht nur in dem operativen Bereich, wenn es darum geht, jetzt Bypässe einzusetzen, sondern sie ist im medikamentösen Bereich, ist Strophantin so die Frontalattacke gegen ein ganzes Kompendium von Ja. Medikamenten, die heute eingesetzt werden und die richtig natürlich auch Umsätze bringen. Ja, auf jeden Fall. Ich Ja. darf vielleicht mal was vorlesen. Das ist eine Veröffentlichung von, es gab mal eine Umfrage bei über 3600 Ärzten. Davon haben 3500, also über 98% haben sich eindeutig positiv geäußert, 2% waren eingeschränkt positiv, aber keiner negativ. Ja. Davon wurden 306 Aussagen der Ärzte mit Nennung des Namens und Adresse wurden genannt. Ich habe einige natürlich, also ich habe das überprüft, einige angerufen, einige sind mir von Namen bekannt. Die gibt es tatsächlich, also das ist nicht erfunden worden. Und eine Bestechung kann es auch nicht sein, weil es ist eine veröffentlichte Herstellerfirma, dass man da vielleicht kritisch ist. Ja. Aber solche Aussagen wie, also hervorragend, in der kardiologischen Praxis unentbehrlich ist durch nichts zu ersetzen. Zahlreiche Patienten meiner Praxis, die zuvor Nitrate, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten und so weiter erhalten hatten, wurden erst nach Verabfolgung von Strophantin anfallsfrei und konnten wieder eine zufriedenstellende, oftmals verblüffende Leistungsfähigkeit aufweisen. Oder Strophantin macht Herzinfarkt überflüssig, Methode der Wahl, Nichtverwendung ist ärztlicher Kunstfehler. Könnte Pandemie von Herzinfarkt Angina pectoris besiegen, wenn Schulmedizin dies nicht verhindern würde? Aussage eines Arztes, auch beste Erfahrungen in Notfallsituationen und so weiter. Ein Patienten 5 Tage war in den ersten Tagen, also nach dem Herzinfarkt, bereits schmerzfrei und die Affäre lief ab wie ein Schnupfen. Der Internist jedoch sagte, dass es sich laut EKG um einen erheblichen Vorderwandinfarkt gehandelt hat und so weiter. Also 99% aller Patienten, die Strophantin von mir erhalten, verlangen es wieder. Die wurden also aktiv. Ja, Sind die fragen aktiv dabei? nach, Ja, genau. ja. Wirkung außer Zweifel sehr gut. Alle anderweitigen Ansichten wohl ohne eigene Erfahrung. Und auch, man kann es auch, der beschreibt das hier, dass er Patienten, also bevor der Notarzt kam mit einem schweren Herzinfarkt, dass er sie am Leben erhalten konnte mit dem Strophantin. So kann auch jeder Patient, der das Strophantin dabei hat, die erste Notfallmaßnahme selber vollziehen. Also den Notarzt natürlich am besten schon rufen, Das ist schon aber klar, aber bis der da ist, richtig, gibt genau. es eine Möglichkeit für einem selber aktiv in dem Moment etwas zu tun. Das ist Ja, ja auch eine wichtige Information. genau, ja, Dieses eindeutig. Strophantin selber hat ja offensichtlich, ich sag mal, nicht den nötigen Lobbyismus in der, ich meine, es ist ja ein pharmazeutisches Produkt, es wird ja von einem pharmazeutischen Hersteller hergestellt, aber offensichtlich
einen, der nicht bei den Großen mitspielt, sodass dieses Produkt dann auch regelrecht an die Wand gedrückt werden konnte. Ja, in der Tat. Das war also früher eine sehr kleine Herstellerfirma. Ja, die hat ja, war sehr aktiv, war in Baden-Baden bei der Tagung, hat Werbung gemacht, hat Forschung initiiert. Ja. Und die jetzige Herstellerfirma, muss man leider sagen, ist sehr passiv. Sie hat auch noch eine ganze Reihe anderer Medikamente, kann sich nicht so auf das Strophanthin konzentrieren. Und ja, ist eigentlich sehr schade. Gut, ich sag mal, ob es da jetzt irgendeinen Hintergrund gibt, dass diese jetzige Eigentümergesellschaft vielleicht auch gar nicht so ganz unglücklich ist, dass das auf einer ganz kleinen Flamme kocht, können wir jetzt hier nicht klären. Aber es wäre natürlich an sich zu wünschen, ein Unternehmen, das ein solches wertvolles Produkt in den Händen hält, dass das in einer ganz anderen Weise auch auf dem Markt für dieses eigene Produkt dann auch PR macht und Ja. Informationen macht, den Ärzten die Sachen an die Hand gibt. Also, Ja. dass das so auf kleiner Flamme ist, spricht nicht unbedingt für den jetzigen Eigentümer. Ja. Das Schwierige ist natürlich, dass Strophanthin als Naturstoff hat keine Patentrechte. Also wie bei allen solchen Mitteln, da wird nicht viel investiert, weil ein Generiker oder jede andere Firma könnte direkt die Ergebnisse verwerten und selber. Aber ich glaube trotzdem, da wäre ein Riesenmarkt vorhanden. Bei der Größe des Problems, selbst wenn das noch andere Firmen sich dranhängen würden, nicht wahr? Ja, Das ist aber also ganz trotzdem. offensichtlich ist ja die Pharmaindustrie, ich sage das jetzt mal so etwas platt oder etwas verallgemeinernd, aber die Pharmaindustrie insgesamt, gerade bei einem patentfreien Produkt, wo ich also als Generikum auf den Markt gehen könnte, wäre es ja keinem großen Hersteller, keinem mittleren Hersteller verboten, So, ja. zu sagen, ich stelle ein Genau. Strophanthin-Produkt her. Dass das nicht passiert, spricht nicht für die Branche, denn dass es dann belassen wird bei einem, also rumdümpelt bei einem kleinen Hersteller, der dann sich auch noch nicht sehr stark dafür engagiert, das, wie gesagt, spricht nicht gerade für die Branche. Ja, das ist, kann ich nur zustimmen. Also das ist schon, kann man es als Skandal bezeichnen? Ja, Ja, ne? Eigentlich schon. also wobei das Größere an dem Skandal sicherlich unsere Gesundheitspolitik und die offizielle Ärzteschaft heute ist, denen ja die ganzen Erkenntnisse vorliegen. Und da muss man sagen, gut, wenn der Markt es nicht hergibt, dann ist der Vorwurf an diesen einzelnen jetzigen Hersteller noch das geringste. Aber es sind die deutschen Ärzte oder die Ärzte in unseren Ländern, Ja. die es den Patienten vorenthalten. Das ist der Skandal. Ja, das auch. Also die Anzahl der verschreibenden Ärzte geht zurück, was natürlich nichts mit der Qualität des Produkts zu tun hat. Also es gibt auch überhaupt keinen einzigen medizinischen Grund gegen Strophanthin, also nur eventuell diese wirtschaftlichen Gründe. Die Ärzte, ich weiß ja auch nicht, was die sind einfach zu ängstlich. Heute ist alles sehr stark reglementiert. Ein Beispiel ist ein Arzt, den ich kenne, der hat über 200 Patienten wunderbar damit versorgt, sieht wunderbare Erfolge und geht damit zu seinen Kollegen im Ort oder seine Freunde, Ja. die wollen es nicht hören. Die wollen ihn ja noch nicht mal zu Ende anhören. Ach du mit deinem Strophanthin, ach hör doch auf und lachen ihn eigentlich aus. Und glauben, was die deutsche Gesellschaft für Kardiologie nicht vorgibt, dass es kann heutzutage bei der Informations Dichte kann es ja gar nichts Gutes mehr geben, was und das schon seit Jahrzehnten, dann wäre es ja schon längst bekannt. Dieser Trugschluss ist so verbreitet oder sie haben ist eine Mentalität. Sie wollen nicht gerne, ich habe auch schon Ärzte gesprochen, die meinten, oh, es klingt ja alles ganz toll und wäre ja schön, aber muss ich mich jetzt zum Vorreiter einer neuen Bewegung machen? Die wollen den Kopf nicht hinhalten, nicht auffallen. Ja, das, Das ist die klar. Erfahrung, was so Zivilcourage in unseren Ländern betrifft, also ich sag mal Bundesrepublik vorneweg, das ist ein trauriges Kapitel. Ja, Das gilt ja. nicht nur für die Medizin, das gilt für viele andere Bereiche auch. Nur das Interessante oder das Dramatische in dem Fall ist, es gibt ja Studien, es gibt ja Unterlagen, es gibt ja Erfahrungswerte, die über viele, viele Ja, Jahrzehnte bei sicher. Strophanthin vorliegen. Ja.
Und dass die in einer solchen Weise tapfer ignoriert werden, das ist an sich Das ist ein schon Verbrechen an den Patienten, denen man hier helfen könnte. auf jeden Fall. Ja, das sind Hunderttausende von Patientenjahren, also Anzahl der Patienten mal Jahre, die sie das Medikament eingenommen haben. Ja. Hunderttausende. Und nicht ein einziger schwerer Fall von schweren Nebenwirkungen. Und das hat auch die deutsche Apothekerschaft und die Ärztekammer auch bestätigt. Also das ist schon amtlich. Jetzt haben wir ja eine Situation, wo wir, ich sag mal, die das ganze Thema noch um eine Umdrehung verschärft, weil Strophantin in der oralen Form als Tablette, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, nur vom Arzt verschrieben werden darf. Ja, Das also heißt, Allo. es ist aus den Händen der Heilpraktiker, die sich darauf hätten vielleicht so nach dem Motto, wenn die Ärzte zu blöd sind, dann hättest du es Ja, die Heilpraktiker, aber die ja. dürfen es nicht verschreiben. Ja, es war in den 70er Jahren, dass es unter Verschreibungspflicht gestellt wurde. Es war vorher. Die Schulmedizin sagte einerseits, es wird nicht resorbiert und Wirkt nicht, aber wirkt ich nicht. muss verschreiben Aber lassen. trotzdem ist es rezeptpflichtig. Ja. Deswegen gibt es so viele Patienten, die mit ihren Ärzten die Erfahrung machen, der verschreibt es mir nicht. Ne? Erstmal denkt der Arzt, es ist ein Herzglykosid, also wie Digitalis. Und Digitalis wird normalerweise bei Herzinsuffizienz angewendet, Herzschwäche. Kann man mit Herzschwefelin auch ganz gute Erfolge mit haben. Aber gerade bei Angina pectoris ist die Erfahrung eher negativ mit Digitalis. Also ist es vollkommen falsch. Und dann auch noch ein Medikament, was nicht resorbiert wird. Das brauche ich jetzt mit meinem Budget nicht noch zu belasten. Und Ja, das wollen die halt nicht verschreiben. das heißt, ich habe aber doch hier den Zangengriff. Ich habe einerseits eine Ärzteschaft, die unwillig gemacht wurde, wahrscheinlich durch entsprechende Einflüsse aus dem industriellen Bereich. Und ich habe die zweite Zangenbacke ist eine unfähige Gesundheitspolitik, die sagt, ich muss ein solches Präparat, nehme ich dann wenigstens noch den Heilpraktikern auch noch aus den Ja. Händen, indem ich es dann in die Verschreibungspflicht Ja, reinpacke. genau. Ja. Also homöopathisch ist es natürlich verwendbar ab der D4. Ja. Da gibt es auch ganz gute Erfahrungen mit. Es gibt eine ganze Reihe von Mitteln. Ja, aber allopathisch ist es verschreibungspflichtig. Das war mit der Begründung, weil es Resorptionsschwankungen gibt, angeblich, dass doch mal im seltenen Fall ein Patient mal mehr resorbieren könnte und dann hat er zu viel und dann könnte es Nebenwirkungen geben. Ich meine, die Praxis hat es gezeigt, dass es gar nicht der Fall ist. Ein rein theoretisches Konstrukt. Und dann, wenn man dann hinter nachforscht, die Doktorarbeit, auf die das zurückgeht, die in den späteren Studien veröffentlichen, wurde nicht dokumentiert, wo das genau untersucht wurde. Das wurde einfach nur in Artikeln veröffentlicht. Ich habe mir die Doktorarbeit besorgt, wo die genauen die Methoden dargelegt wurden. Es waren Ja. tatsächlich zwei verschiedene Untersuchungen, die zu einer zusammengewürfelt wurden. Also einmal gab es Menschen, die haben es vor dem Frühstück genommen. Man weiß ja, man soll manche Sachen vor dem Frühstück nehmen, auch die Strophantinkapseln, weil es dann besser resorbiert wird, bevor dann der Speisebrei dazu kommt. Klar. Und die andere Gruppe hat es nach dem Frühstück genommen. Aber beide Ergebnisse wurden dann zu einem Ergebnis zusammengefasst, ohne Weiterzitierung der verschiedenen Versuchsbedingungen. Also da kann man auch sehen, wie es gemacht wird. Ja, es riecht einfach Das daran. riecht sehr stark Ja, danach und ja, das ja. so vom Markt, also den Heilpraktikern entnommen werden sollte, dass die So, Abfolgen begrenzt wird. das, was wir unseren Zuschauern und den potenziellen Patienten oder auch den Angehörigen vom Patienten sagen können, ist, dass sie aktiv zu dem Arzt im Falle, dass das medizinisch indiziert ist, gehen sollen und wirklich das Verschreiben von Strophantin, ich sag mal, in Anführungsstriche erzwingen oder Ja, einfordern. auf jeden Fall kassenrezeptfähig Ja. bei Linksherzinsuffizienz, das heißt bei Angina pectoris Beschwerden oder vor oder ja, also nach dem Herzinfarkt auf jeden Fall, ja auch meistens Einschränkungen da, also ganz Und klar. der Heilpraktiker, der kann es im Bereich der D4, also der Ja, homöopathischen Medikation, die vier kann das frei tabletös verschreiben und oder der auch Patient auch spritzen. sich selber besorgen. Ja. Heilpraktiker kann es oral verschreiben und auch intravenös Und auch intravenös. verfolgen. Also sehr wirksam. Ja. Und damit kann man auch sogar eine schwere Herzinsuffizienz behandeln. Also ich komme jetzt noch zu den anderen
Behandlungsgebieten, nämlich die Herzinsuffizienz, Ja. natürlich also das klassische Gebiet damals und heute natürlich auch noch. Die schwere Herzinsuffizienz, da reicht orales Chirurgien in der Regel nicht aus. Da muss gespritzt werden, aber Ja. auch nicht jeden Tag. Da reicht eine Kur von, sagen wir mal, 10 Spritzen alle 3 Tage, so 3 Wochen lang. Und dann hat man einen Status erreicht, wo man mit oralem Wochen oder Monate lang Weitermachen kann, weitermachen kann, ja. bis mal wieder eine Kur notwendig Ja. ist. Dann ganz klar die Verhütung und Behandlung des Schlaganfalls. Gibt es auch Studien und schulmedizinische Meinungen dazu. Nicht so gut dokumentiert wie beim Herzinfarkt, aber doch schon sehr deutlich. Dann gibt es Erfahrungen bei Durchblutungsstörungen der Beine. Ja. Da darf ich auch kurz noch ins Detail gehen. Das ist so verblüffend. Also es waren Patienten mit schwerster Atherosklerose. Da kann man auch keine Verstärkung der Durchblutung mehr erreichen. Das ist so starr und so eng, da geht gar nichts mehr, an der Durchblutung zu verbessern. Das Strophantin verbessert die Verwertung des Sauerstoffs, also in den Zellen. Das waren Patienten, die haben dann Versuche gemacht, ein Gewicht von 2 Kilo zu heben mit dem Fuß. Der eine war so extrem stark belastet, der konnte auch nur wenige Meter gehen ohne Schmerzen. Der konnte dieses Gewicht nur ein einziges Mal heben. Dann wurde Strophantin gespritzt, es wurde da damals intravenös gemacht, dieser Versuch. Und dann hat er eine halbe Stunde später diese Selbe 2 Kilo Gewicht, ja. 56 Mal heben können. Also, das war die Uniklinik Prag, die das gemacht hat. Das ist dokumentiert in irgendeiner schulmedizinischen Ja. Zeitschrift. Der war ja bereit für ein Fitnessstudio Ja, eigentlich gewesen. vielleicht, ja, genau. Also schon verblüffend, Ja, also ja. ganz starke Wirkungen. Dann die Wirkung auch bei der Demenz ist auch Ja, extrem. sag den Ja? das Beispiel noch, weil das ja etwas ist, was eigentlich die völlige Überraschung, dieses Bild Ja. eines solchen Wunderpräparats noch abrundet, Ja. dass es also im Bereich Demenz auch nachweisbare Erfolge gibt. Ja. Wenn du das gerade Ja, also noch. den Praktikern war auch dieser sogenannte Strophantin-Schwips bekannt, wenn man etwas höher dosiert, dass man da leicht, also angeregt wird. Es war hier die Uniklinik Düsseldorf, die in den 60er Jahren, und bei Demenz ist also, das letzte habe ich gesehen, 1980 Ja. offiziell geschrieben, offiziell empfohlen worden. Die haben geschrieben, bei psychisch gestörten Alterskranken hat Strophantin den Vorrang vor allen anderen Behandlungsmaßnahmen. In der Mehrzahl der Fälle lässt sich durch eine früh einsetzende Strophantinbehandlung auch ein Ausgleich der zentralen Störung, also des Gehirns, ohne zusätzliche andersartige therapeutische Maßnahmen erzielen. Also auch erstaunlicherweise werden oft delirante Zustände, also Delirium, Ja. Apathie, Dösigkeit, sogar Abfall der Gedächtnisleistung damit wirksam bekämpft. Und ja, manchmal tritt die Besserung im Lauf der Strophantinkur ganz plötzlich ein. Dann werden die Kranken aus der Umdämmerung verwundert wach und fragen, wie sie hergekommen seien. In verschleppten Fällen wurde Strophantin monatelang gegeben, was schließlich meist doch zum Erfolg führte, ohne dass sich nachteilige Veränderungen gezeigt hätten. Also da könnte man ja ein Bild zeichnen, dass diese Heerscharen von Demenzkranken, wenn man denen nur lange genug Strophantin gibt, dass sie irgendwann wach werden und wieder ein lebenswürdiges Also ein der Leben führen Skandal wird könnte, ne? eigentlich immer noch größer vor dem Hintergrund, was hier möglich ist, was es in der ganz normalen klassischen Schulmedizin, was du in deiner Publikation auch dankenswerterweise zusammengetragen hast, an Möglichkeiten ja erforscht und belegt ist und wurde, dass das etwas ist, was dann aus wahrscheinlich ökonomischen Gründen irgendwann an den Rand, erst mit Fragezeichen an den Rand gedrückt wurde und heute ein dümpelndes Ja. Exoten-Dasein hat. Ich will ganz unbedingt auf das Buch hinweisen, was sich mit dem Thema Strophantin befasst und was bitte keine Angst für Laien wie für den Arzt geeignet ist. Auch der interessierte Laie kann hier Informationen mitnehmen, weil es in einer Weise auch dargestellt und geschrieben ist, dass man es durchaus verstehen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ich danke dir ganz herzlich für die Informationen, für den sehr informativen Schnellkurs und die Lanze, die du für dieses Wunderpräparat auch in der publizistischen Form geschrieben hast. Das ist sehr verdienstvoll und danke, dass du hier warst. Liebe Zuschauer,
tun Sie sich selber insofern etwas Gutes, als dass Sie sich informieren über dieses Buch. Auch im Internet gibt es weitere Informationen, die Sie sich ansehen sollten. Es gibt Alternativen zu einem ganzen Bereich und einem ganzen Sack voll Medikamenten, die heute üblicherweise angegeben und verabreicht werden. Eine Alternative auch zu vielen operativen Eingriffen. Insofern werden Sie wach, gucken Sie sich das in aller Ruhe an und bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament. Also auch egal, ob er jetzt starke Beschwerden hat oder nicht. Und da gibt es ja auch Studien. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Bypass schlecht ist oder so. Das gibt also vor allen Dingen bei Patienten, die sehr starke Symptome haben, macht das durchaus Sinn. Aber bei, also dieser Automatismus ist vollkommen fehl am Platz. Also da gibt es auch große Studien, schulmedizinische Studien, veröffentlicht im New England Journal of Medicine und andere sehr renommierte. Das ist auch schon seit über 10 Jahren bekannt, mit über 6.000 Patienten insgesamt. Also das automatisch bei jedem zu machen, also auch bei Herzinfarktopfern und die ins Krankenhaus kamen mit Angina pectoris-Anfällen, das bringt gar nichts. Keine Verlängerung der Überlebenszeit gebracht, teilweise im Gegenteil sogar. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo es diesen Zusammenhang in dieser linearen Form, wie er heute in der Schulmedizin behauptet wird, gar nicht mehr gibt, hier die Verengung, Automatismus, Herzinfarkt. Also wo damit die Diagnose falsch ist, ist natürlich dann, oder problematisch, lass es uns ganz vorsichtig sagen, die Diagnose problematisch ist und in vielen Fällen eben auch falsch ist, kann natürlich auch die Therapie nicht funktionieren. Richtig, ja, klar. Denn in dem Moment, wo ich einem Patienten einen Bypass rein operiere, und das ist gar nicht das Problem, löst es natürlich auch sein medizinisches Ausgangsproblem nicht. Ja, genau. Also wenn man nach der falschen Theorie oder einen falschen Startplan hat, dann muss man sich natürlich auch verirren. Ja. Das ist ganz klar. Also die Bypässe waren ja mal angekündigt als die große Lösung, ne? Bevor man sie, also ich glaube, die 67 war der erste. Und was ist passiert? Also das Problem ist immer noch stärker angewachsen. Auch jetzt die Statine, die Cholesterinsenker. Eine Welt ohne Herzinfarkt, das klingt unwahrscheinlich, ja fast unglaubwürdig. Und trotzdem ist es etwas, was möglich wäre, wenn es denn gewollt wäre. Auch das ist wieder ein Thema, in diesem Fall aus dem Gesundheitsbereich, bei dem sehr viel mehr machbar ist, schon heute machbar ist, als das, was uns die Schulmedizin verordnet. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Rahmen des Alpenparlaments. Ich begrüße im Studio Rolf-Jürgen Petri. Ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast dich mit dem Thema Herzinfarkt lange befasst. Mhm. Und vielleicht sollten wir einfach damit einsteigen, dass wir dem Zuschauer erklären, was passiert im Organismus, was passiert bei einem Herzinfarkt und wie er dann zu einem Weg kommen, der uns als Patient, als möglicher Patient einen Ausweg bieten könnte. Mhm. Was kann man medizinisch sagen? Bitte allgemeinverständlich, sodass es jeder versteht beim Thema Herzinfarkt. Ein Arteriennetz gibt. Also außerhalb sind sie ja dargestellt, also wird so dargestellt, das sei es wie ein Baum, wo sich die Äste immer weiter verzweigen. Und das ist ganz klar, wenn in einem dicken Ast ein Verschluss passiert, kriegen die dahinterliegenden kleineren Äste und verzweigen kein Blut mehr und kommt zum Herzinfarkt. Das ist ja die offizielle Darstellung. Und es gäbe nur sehr wenige Querverbindungen. Das gilt aber nur für die äußeren, die man auch in der Angiografie sehen kann. Wenn man zu Kardiologen geht, um die Herzkranzgefäße zu sehen, sieht man nur die äußeren. Aber sobald sie in den Herzmuskel eintreten, vernetzen sie sich, vermaschen sie sich
so viel, das ist unzählbar und das ist auch sehr anpassungsfähig. Das Ganze ist übrigens von Professor Dörr bestätigt worden. Das war immerhin der deutsche Präsident also der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Also nicht gerade niemand. Also absolut bestätigt alles. Es gibt auch Versuche an Hunden zum Beispiel, wo denen wird eine Schlinge einoperiert an die Herzkranzgefäße. Die Schlinge wird so weit zugezogen, dass sie gerade keine Probleme macht. Und dann, wenn man in diesem Zustand 4 Tage wartet und dann die Schlinge ganz zuzieht, kriegt keiner der Hunde einen Herzinfarkt. Wenn man die Schlinge direkt zuzieht, 50%. Gut, die Hunde haben ein besseres Herzkranzgefäßsystem als der Mensch, aber trotzdem kann man sehen, dass innerhalb von 4 Tagen sich das System so einstellt, dass überhaupt keiner der Hunde mehr einen Herzinfarkt bekommt. Und bei Menschen, die Verhältnisse, das Wachsen der Atherosklerose ist ja noch viel länger, größere Zeiträume als diese 4 Tage. Da wachsen halt Umgehungskreisläufe, auch, das wird jetzt zu detailliert, also. Das heißt aber, dass man ein neues oder eigentlich ein stark, ich sag mal, ergänzungsbedürftiges Bild vom Thema Herzinfarkt eigentlich haben müsste, im Ja. Unterschied zu dem, wie das landläufig die Schulmedizin erklärt. Richtig, genau. Obwohl das, was du sagst, ja von den Erkenntnissen her auch an und für sich aus der Schulmedizin kommt. Das sind ja Richtig, keine. das sind schulmedizinische Befunde, Ja. genauso gut wie die Studien, die es auch schon seit 20 Jahren gibt, die auch beachtet wurden eigentlich, aber mehr so in Fachkreisen, in der Theorie. Die zeigen also bei Patienten, da wurden 2 Angiografien gemacht, also bildliche Darstellung der Herzkranzgefäße. Herzkranzgefäße, genau. Einmal vor dem Infarkt und einmal nach dem Infarkt. Und jetzt müsste man ja normalerweise denken, die Arterie, die richtig schön verengt ist, die führt dann auch zum Infarkt. Aber es waren im Gegenteil, die Arterien, die vorher sehr stark verengt waren, sind einige von denen zu Verschlüssen weiter zugewachsen, ohne Befund, also ohne Folgen. Und die allermeisten der Herzinfarkte entstehen in Gebieten, die vorher nur sehr geringe Veränderungen hatten. Also weniger als 50% und die allermeisten weniger als 70%. Das heißt, du sagst, diese Erkenntnisse würden einen Zusammenhang zwischen einer Gefäßverengung, einer messbaren, sichtbaren Gefäßverengung und dem Problem Herzinfarkt, dieser Zusammenhang ist linear so gar nicht gegeben. Nein, gar nicht. Und trotzdem wird einfach weitergemacht. Also die Bypass- und Stent-Industrie, Ja. kann man fast schon sagen, das wird automatisch, wenn einer Katheter sich machen lässt, Angiografie, was ist denn da los? Ach, Sie haben eine Verengung über so und so viel Prozent, da müssen wir was machen. Auto gut. Ja, also ich denke mal, den meisten ist ungefähr bekannt, was so beim Herzinfarkt ablaufen soll, wie es so allgemein dargestellt wird. Durchblutungsmangel ist ja meistens die Geschichte. Ja. Parallele könnte man jetzt einfach mal den Motor nehmen und sich vorstellen, alle Probleme eines Motors würden nur mit Benzinmangel erklärt, also mit Problemen in der Benzinzuleitung. Das ist natürlich sehr verkürzt, es gibt viele andere Probleme. Und so gibt es da auch beim Herz viele Probleme, die im Stoffwechsel selber begründet sind und nicht nur mit der Durchblutung was zu tun haben. Es gibt zum Beispiel viele Widersprüche bei dieser offiziellen Theorie. Ich will nur kurz einen nennen. Es gibt viele Verengungen und Verschlüsse, auch bei gesunden Menschen, die nicht zu kardiologischen Problemen führen. Also gibt es die Untersuchungen bei den Koreasoldaten, wo es auch viele Totalverschlüsse gab und auch Untersuchungen an gesunden Menschen, die einen tödlichen Unfall hatten. Und es wurde untersucht, da hatte mehr als jeder Dritte sehr starke Verengungen von über 80%. Also 80%, das führt meistens zu Ja. großen oder offiziell zu großen Schwierigkeiten. Ohne dass Das, etwas aufgetreten ja, wir wäre, sind was wir als komplett Herzinfarkt. gesund. Ja. Nein, weder Herzinfarkt noch irgendwelche Herzbeschwerden. Das ist dadurch erklärbar durch einen Befund der Anatomie, der allerdings komplett ausgeklammert wird. Er wird nicht wahrgenommen, obwohl es eindeutig bewiesen ist. Das ist der sehr renommierte Professor Baroldi gewesen. Sein Lebenswerk, der hat also über 5000 Modelle erstellt und nachgewiesen, dass bei jedem Menschen, auch von Geburt an, Mann, Frau, egal, die Herzkranzgefäße, sobald sie in den Herzmuskel eintreten, nicht mehr, also es ist da